Benutzt ihr gern eure Heißklebepistole für Do-It-Yourself-Projekte? Dann müsst ihr euch unbedingt dieses Video anschauen. Lernt noch mehr spannende Sachen über Heißleim. Ist der Kopfhöreranschluss wieder verstaubt? Wir machen eine niedliche Verschönerung. Schneidet als erstes einen Klinkenstecker von defekten Kopfhörern ab, entfernt das Kabel und nehmt eine künstliche Blume. Macht ein kleines Loch in den Boden und gibt Heißleim dazu. Ihr könnt verschiedene Verzierungen wählen, Blumen, kleine Figuren oder ein Spielzeug. Startet ein Wettbewerb. Wer stellt die schönsten Verzierungen her? Es ist so gemütlich, sich in eine Decke einzumurmeln und etwas in ein Notizbuch zu zeichnen. Es fehlt nur noch ein warmer Tee. Ich beeil mich. Ups, meine rutschigen Socken verderben meine Laune. Lasst es uns ändern. Verbessert eure Lieblingssocken. Wir geben Heißleimtropfen auf die Sohle. Wartet dann, bis es getrocknet ist. Mit dieser Anti-Rutsch-Beschichtung könnt ihr auf dem rutschigsten Boden tanzen. Der coole Moonwalk von Michael Jackson ist perfekt dafür. War Heißkleber das Geheimnis seines Tanzes? Sogar mein Haustier möchte die Socken. Hey, hör auf, meine Lieblingssocken zu nagen. Sie sind kein Spielzeug. Ich brauche Heißkleber, um meine Freundin reinzulegen. Machen wir ein echtes Spinnennetz mit einer kleinen Spinne in der Mitte. Wir kleben ein Stück doppelseitiges Klebeband auf dem Türpfosten. Entfernt die Schutzabdeckung und bringt ein Stück Papier an. Heißleim lässt sich besser auf Papier befestigen. Dann klebt auf der gegenüberliegenden Seite ein weiteres Stück an und wieder Heißleimtropfen auf das Papier geben. Dann ziehen wir längliche Streifen, um Spinnenfeen zu imitieren. Wenn sie getrocknet sind, sehen sie aus wie echte Spinnennetze. Dann befestigen wir die Spinnen. Sehr gut. Meine Freundin öffnet die Tür. Sie hat sich verheddert. Du brauchst nicht laut schreien. Die klein gefälschten Spinnen tun niemandem weh. Benutzt eure Freundin immer noch ihren normalen Make-up-Pinsel? Ist doch langweilig. Ein Einhorn-Make-up-Pinsel ist der Modetrend. Wir brauchen einen Make-up-Pinsel. Dann verteilen wir gleichmäßig Heißleim unter den Borsten. Formt ihn wie ein Ring, solange er noch weich ist. Wir brauchen mehr Heißleim. Macht den Ring größer. Versucht nicht dabei, die Borsten zu treffen. Dann machen wir mehrere Ringe etappenweise und gehen nach unten. Jeder Ring sollte etwas kleiner werden. Nach dem Trocknen decken wir den Griff mit weißer Farbe ab. Lasst uns eine rosa Beschichtung auftragen. Nehmt einen Schwamm und erstellt einen Ombre-Effekt. Befestigt am besten die Borsten mit einer Wäscheklammer. Haltet ihn fest, während ihr es lackiert. Wir tragen Glitzernagellack auf. Dann bestreuen wir mehr Glitzer. Es soll schön funkeln. Ist es ein einfacher oder ein magischer Pinsel? Das ist doch einfach. Der magische Pinsel kann Magie zu jedem Make-up hinzufügen. Gibt es keinen Rahmen für dieses kleine Bild? Wir stellen einen tollen Tierrahmen her. Wir brauchen einen Holzrahmen. Nehmt die Rückseite ab. Gebt Heißleim auf ein paar Spielzeuge und klebt es auf dem Rahmen. Danach besprühen wir den Rahmen mit grüner Farbe. Okay, mein Tierfoto hat ein süßes Zuhause. Wollt ihr wissen, welche Mondphase gerade ist? Aber der Himmel ist mit Wolken bedeckt. Benutzt einfach eine Heißklebepistole und eure Fantasie. Stellt eure eigene Mondphase her. Umrandet eine runde Schale auf dicken Karton. Schneidet es aus. Stellt weiße und schwarze Kreise der gleichen Größe her. Dann schneiden wir zwei Halbmonde aus. Ein größerer und ein kleinerer. Paust es auf dem weißen Papier und schneidet es aus. Klebt dann das Papier auf die Pappe. Dann formen wir mit Heißleim Ringe auf dem weißen Papier. Nach dem Trocknen lackieren wir die Muster weiß. Dann kleben wir den schwarzen Hintergrund auf den Kartonkreis. Klebt den weißen Halbmond oben drauf. Wiederholt dies für die anderen Mondphasen. Jetzt haben wir vier Mondphasen, vom Vollmond bis zum Halbmond.
Jede Phase ist mit den Heißleim-Mondkratern dekoriert. Dann befestigen wir die Mondphasen mit einer Schnur. Klebt die Schnur mit Heißleim auf die einzelnen Pappkreise. Dann befestigen wir die Befestigungsstellen mit schwarzem Klebeband. Wir bauen die Phasen nacheinander zusammen. Beginnt mit dem Halbmond und endet mit dem Vollmond. So eine tolle Kreation wirkt an eurem Regal sehr edel. Und ihr könnt bestimmt gut schlafen, wenn ihr eure Mondphase betrachtet. Kakao mit Keksen? Immer das Gleiche. Ein bisschen Abwechslung gefällig. Ein wenig Kontrast, Wärme und eisige Frische. Der Schneefrost-Kerzenhalter ist perfekt. Wir brauchen einen Untersetzer aus Metall und 3 Teelichter. Markiert Kreuze, an denen die Kerzen stehen sollen. Dann bedecken wir den Boden mit Heißkleber. Bestreut es mit Glitzer. Und den äußeren Rand dann mit weißer Farbe antupfen. Nehmt dafür einen Schwamm. Dann bekleben wir die Kerzen. Zum Schluss lackieren wir den Rand mit blauem Glitzernagellack. Zündet die Kerzen an. Es schafft sofort eine gemütliche Atmosphäre. Außerdem können wir Marshmallows über der Flamme rösten. Wir wollen eine schöne Box für unsere Schulsachen herstellen, um sie sicher und ordentlich zu verstauen. Wir zeichnen ein Quadrat auf Backpapier. Zeichnet die Umrandung mit dem Heißleim nach. Wir kreieren ein einfaches Muster. Nach dem Trocknen entfernen wir es vom Papier. Wir brauchen 4 davon, um die Wände zu formen. Verbindet sie mit Heißleim, um einen Würfel zu formen. Jetzt markieren wir die Unterseite des Papiers. Bedeckt sie vollständig mit Heißkleber. Dann legen wir ein weiteres Stück Backpapier darauf. Bügeln und entfernen. Befestigt dann den Boden an den 4 Wänden. Ihr braucht einen Cutter, um die Form zu korrigieren. Anschließend dekorieren wir es mit Klebefolie. Meine Freundin hat eine tolle Idee. Dieser stylische Stiftehalter ist so schön und praktisch. Ich würde doch glatt denken, dass sie ihn gekauft hat und nicht selbst gemacht hat. Ich möchte etwas ganz Neues kreieren. Nein, das klappt nicht. Ah, das bestimmt. Ein buchstabenförmiger Knopf. Ihr braucht eine quadratische Basis. Nehmt einen Pappdeckel. Falls ihr keinen habt, macht ihn einfach selbst. Ihr braucht einen gewöhnlichen Schuhkartondeckel. Teilt ihn in 2 Teile und macht einen etwas größer. Markiert dann die Ecken in einer Seitenhöhe. Zeichnet die Faltlinien und schneidet sie aus. Vergesst nicht, die Seitenklappen auszuschneiden. Schneidet sie schräg ab und knickt sie nach innen. Dann brauchen wir wieder Heißleim. Befestigt es auf der Außen- und Innenseite. Wir brauchen ein Stück Stoff. Klebt den Stoff über die Pappe. Und dann platziert Farbknöpfe, um den Buchstaben A zu formen. Benutzt für jeden Knopf Heißkleber. Das Bild ist fertig. Das ist nur der Anfang. Wenn ihr viele Knöpfe habt, könnt ihr leicht euren eigenen Namen kreieren. Dekoriert einen Schlüsselbund, eine Bleistifttasche oder einen Rucksack mit einer Heißklebepistole. Wir zeichnen ein Herz auf ein Stück rosa Papier. Schneidet es aus. Legt es dann auf das Backpapier und bedeckt es mit Heißleim ab. Bestreut es mit rotem Glitzer. Wiederholt es auch auf der anderen Seite. Schneidet dann den Überschuss ab. Lasst etwas Kleber am oberen Bereich, um einen Schlüsselanhänger zu befestigen. Dann stechen wir ein Loch mit einer Ahle. Legt einen Schlüsselanhänger an. Ihr könnt auch eine andere Form herstellen. Dieser süße Schlüsselanhänger hält euren Schlüssel sicher. Seid kreativ, es lohnt sich! Die hübschen kleinen Wollkugeln sind eine tolle Dekoration. Das einzige Problem ist die Menge und die Zeit, die wir dafür brauchen, um sie aufzuwickeln. Mit diesem cleveren Hack habt ihr es ganz leicht. Zerknittert Papier. Gebt einen Klecks Heißkleber auf das Papier und wickelt den Faden um. Formt so eine Kugel. Achtet darauf, dass das ganze Papier zu bedecken ist. Verklebt das andere Ende mit Heißkleber. Wir brauchen nicht viel Garn, um diesen Ball zu formen, obwohl er wie der echte aussieht. Er ist stilvoll und weich. Ihr könnt eine kreative Blumenvase im selben Stil kreieren. Es wird sehr außergewöhnlich aussehen. Wickelt als erstes ein Stück Papier um ein Glas. Umwickelt es mit Klebeband.
Ihr könnt dann das Glas entfernen. Das Papier behält so seine Form. Beklebt das Fadenende mit Highslime und wickelt es um das Papier. Wickelt es zum Schluss noch mittig lang und beklebt das Ende erneut mit Highslime. Selbst Rosen lieben diese ungewöhnliche, aber total trendige Vase. Schreibt uns, was euch am besten gefallen hat. Wir hoffen, dass euch die neue Zusammenstellung gefallen hat. Rutschfeste Socken, herzförmiger Schlüsselanhänger oder ein trendiger Kerzenhalter. Vergesst nicht zu abonnieren und zu kommentieren, um die neuesten Benachrichtigungen zu erhalten.